Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Assassin's Creed Odyssey. Wir sind immer noch in den elysischen Gefilden unterwegs und werden mal gucken. Wir wollten heute, glaube ich, Hermes besuchen gehen, wenn ich mich recht erinnere. Und zwar hier, die Hüterin und der Schlüsselmacher. Cassandra konnte das Elysion nicht ohne einen Verbündeten überstehen. Und sie fand ihn in Hermes. Er war es und nur er, der sie zu dem ungenutzten Wissen ihres Stabes führen konnte. Und der befindet sich direkt hier drüben, der gute Mann. Das heißt, wir reiten hier einfach so ein bisschen diese Straße entlang und dann ist eigentlich schon alles cool. Wollen wir mal? Ja, wollen wir. So, dann suchen wir, rufen wir mal Orphi. Wie heißt das Ding? Orphineas? Keine Ahnung. Jedenfalls das Pferd von Hades Quadriga, das wir hier quasi wieder rechtmäßig entwendet haben. Ups. Ja, dem geht's gut. Hervorragend. Da bin ich ja mal gespannt, was Hermes uns so zu erzählen hat, wie der so drauf ist. Will ich hier rechts lang oder eher links oder man weiß nicht, eher so links. Ja, da vorne ist auch die Furt. So, in Minus Zutrauen sind wir jetzt. Und wir wollen hier rechts hoch, genau. Was ist denn jetzt schon wieder? Ach, ey, dass dieses Ding hier immer wieder kommt. Immer und immer wieder. Hermes Werkstatt haben wir hier. Off we go now. Kuschelecke. Was war das denn gerade? Irgendwie hing ich da gerade absolut fest. Ja, das hoffe ich doch. Keeper, you found my workshop after all. I know it may not look like much, but it's home. I told you. You can call me Cassandra. In front of the staff? Pa. But I'm glad you came. There's much to show you in this great land. Ja, na dann. If you're offering, I could use some help getting my bearings. Oh, give yourself time. The golden fields reveal themselves slowly and selectively, but I can help. Walk with me. Maybe you're right. I need to clear my head. Where to? I consider myself a keymaker. One of my keys might interest you. What do you do in your workshop? Invent. All of reality's secrets are hidden behind doors. My inventions act as keys that unlock those doors. You reveal the secrets behind them? Ah, you're as wise as Pythagoras. But why discuss what we can see for ourselves? Echt jetzt? Way up there, Persephone's first key. If only you could have seen it when it was new. It seems like most of Elysium is in ruins. What happened? This place is beautiful, as are all of Persephone's creations. But it is a world that changes at her whims. When I see decay, I know she needs us at her side more than ever. Achso, wir steigen wieder auf. Okay. Da oben, das meinte er, wäre ihre erste Festung gewesen. Come on. All the heroes who have passed through those golden fields, basking in the glory of eternal peace. Each thinking they'd see nothing more beautiful, only then to set eyes on Persephone.
Ah, okay. Ich weiß nicht, warum er immer absteigt, um uns den Kram zu erzählen. Look there, Keeper. That encampment is the site where Hephaestus built a home for Aphrodite. Doesn't look like much now. It stood tall until Aphrodite met that child Adonis. His ability to wreak havoc with a wink and a smile is second to none. Let's go. Und irgendwie ist es hier in dem DLC so, dass die Stimmen sehr leise abgemischt sind, finde ich. Ich muss mir das nachher nochmal anhören in der Aufnahme, wie das in der Aufnahme rüberkommt. Ich gehe mal am besten gleich in die Option. Ja, Sprachlautstärke ist aber halt auf 100%. Stufenskalierung. Hä? Nee. To a key I built for the staff. Consider it our secret. The keymaker and the staff keeper, friends bound by mysteries. Na dann, lauf doch mal. Dann lass dich hier nicht von meinem Pferd anpöbeln. Gehen wir da rein oder nicht? Keine Ahnung, meinte er nicht, wir gehen da rein und überhaupt und blab blab blab. Nach ganz da hinten sollen wir. Wir stehen jetzt hier irgendwie vor den Radamantis-Ruinen und sollen aber nach ganz da hinten. Okay. Vielleicht sind diese Ruinen ein bisschen höher als gedacht. Ja gut, vielleicht gehen wir dann erstmal in die Höhle rein. Schauen uns da ein bisschen um. Irgendwie fehlt hier noch ein Schatz oder sowas, der sich mir aber im Moment noch nicht offenbaren möchte scheinbar. Ist dann vielleicht tatsächlich ja da drüben irgendwo. Da ist, glaube ich, das Wissen der Hüterin. Aber drei Schätze waren doch irgendwie angezeigt, oder? Ja, na okay, alles klar. Da ist auch eine Leiter. Na gut.
Er benutzt schon Leitern. Ja, hübsch groß ist es hier. Jetzt komme ich gar nicht weiter hoch. Und hier, das Ding lässt sich so auch nicht erklimmen. Dann machen wir es halt hier auf dem direkten Weg. Alle, hopp. Ah, wunderbar minoische Säulen hier. Da kommt man nur von oben runter. Nee. Echt jetzt? Das glaube ich aber noch nicht. Aha. Wenn ich hier nicht hochkommen würde. Nee, irgendwie, nee, tatsächlich, da kommt man irgendwie wirklich nur von oben drauf. Es sei denn, ich kann hier so ein bisschen schummeln. Das können wir ruhig mitnehmen. Nee, hier kann man sich auch nicht hochschummeln. Okay, aber irgendwo hier oben muss ja auch ein Schatz sein, oder? Einer ist da drüben. Und so viel ist schon mal klar. So, nach da müssen wir halt auch irgendwie gelangen. Ich dachte, hier irgendwo hätte ich... Ach, da unten ist der Schatz. Ja, kann ich mir jetzt aussuchen, über welche Richtung ich hier gehe oder was? Das war falsch, hier wollte ich hin. Schauen wir mal. Ja, einen Schatz haben wir schon, okay. Sehr gut. Kommen wir hier vielleicht so ein bisschen hoch, dachte ich mir. Und uns das mal angucken. Irgendwas muss es ja hier oben schließlich geben. Was war das denn gerade? Ja, denkst du, Puppe, hier gibt's gar nichts. Das ist ja mal langweilig. Führt hier ein Seil irgendwie von irgendwo runter? Sieht nicht so aus. Spring da mal so rüber, unauffällig. Ups.
Ja, aber hier gibt es halt echt eine Aussicht zu bewundern. So, wir müssen noch darüber, da hoch und dort rüber. Ich denke, wir werden da zu den Flügeln des Hermes gehen. Hoch, wenn du unbedingt hoch willst. Hui, yep. So. Ah, von hier aus kommen wir dann darunter tatsächlich. Aber hier gibt es doch auch irgendwo einen Schatz. Wo ist der denn versteckt? Gibt's hier gar keinen Schatz? Oh, wer seid ihr denn? Vorreiter, okay. Na gut, wenn wir schon mal hier sind. Wo sind denn die Vorreiter? Ach, die sind ganz da unten. Da wollen wir gerade gar nicht hin. Ich habe doch hier so einen wunderschönen Raum gesehen, den hier. Das sieht doch so aus, als wenn man hier gut plündern könnte. Diese eleganten Landungen heute. Sieh mich mit den Augen, Kleines. Die Augen der Marmorjungfer wachen umsichtigerweise über dem Fluss Styx, besonders in dieser unberechenbaren Ecke des Elysions. Während sie zum sterblichen Lager der Rebellen des Adonis hinblickt, bin ich eine Opfergabe an sie, bis du mich schließlich an dich nimmst. Okay, wissen wir Bescheid. Liegt hier ein Toter? Tatsächlich. Sieht ein bisschen verhungert aus. So, nach da drüben müssen wir, glaube ich, auch noch, ne? Ne, da waren wir schon. So, da oben waren wir. Ah, dann bleibt ja nur noch diese Richtung. Na, hervorragend. Das passt doch alles. Trockene Füße. Na was? Da kann ich mich nicht dran festhalten. Okay.
Jo. Something's blocking this. Something's in the way. Passe ich da schon durch? Nee. Okay, also. Nee, daran kann ich mich nicht festhalten. Sollen wir oben drüber? So, jetzt haben wir das hier freigeräumt. Was mich natürlich interessieren würde, ist, was da oben abgeht. Ja, komm schon hoch, Cassandra. Dankeschön. Aber scheinbar geht hier gar nicht allzu viel ab. Ja, gut. So, da nach rechts müssen wir irgendwie noch hoch gelangen. Da nehmen wir am besten diese Flüge des Hermes. Das könnte der kürzeste Weg sein. Wie sie da drauf rumspackt. So, Ort abgeschlossen. Aber hier oben gab es doch noch irgendwie so einen Fähigkeitenpunkt oder sowas. Da drüben ist das. Das scheint aber schon was anderes zu sein, ne? Nee, ich denke... Ist schon ein neuer Punkt. Ich bin mir also nicht ganz sicher, ob das dazu gehört. Das 83 Meter scheint ein bisschen tiefer zu sein. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das irgendein Grab oder sowas sein soll. Schauen wir uns beim nächsten Mal an. Für heute war es das schon wieder, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.